legen los. Viele machen Rap und reden gross. Legen los. Sie ist Start wie von Tetanus. Legen los. Klick, Klasse, Thailand, vergessen, wo grobe Druck und ich geb den Schiff für alle. Legen los. Viele machen Rap und reden gross. Legen los. Sie ist Start wie von Tetanus. Legen los. Klick, Klasse, Thailand, vergessen, wo grobe Druck und ich geb den Schiff für alle. Legen los. Also grundsätzlich ist es schon schwierig, Wände zu kriegen, weil man muss relativ viel Überzeugungsarbeit machen. Nach letztem Jahr ist es jetzt einfacher gewesen, weil wir haben die Dokumentation von letztem Jahr. Alle sehen sofort, dass wieder etwas wahnsinnig Schönes und das ist nicht ein Gehudel oder so. Die Grundidee ist eigentlich eben so gekommen, dass im Bereich Graffiti nichts mehr gelaufen ist. Und auch wegen der Stadt Zürich, wo Anti-Graffiti draufgekommen ist und alle Wände putzen lassen hat. Meistens ist ja einfach am Morgen etwas da und man hat gar nicht gesehen, wer das ist. Jetzt kann man bei so einem Jam, wo die Leute wirklich präsent sind, kann man mit ihnen reden, man kann irgendwie, sich unterhalten, man kann hauptsächlich lernen und das ist wichtig, weil wenn so viele so bekannte und gute Leute eine Wand gestaltet, da, dann gibt das Impuls auch für alle anderen, die hier zum Teil noch illegal sprayen. Es gibt Impuls einerseits von der Technik her, von den Ideen her. Es hebt die Qualität gesamthaft, es hebt wieder die Akzeptanz. Also das ist eigentlich der Grund von dem. So machen, dass irgendwelche Aliens irgendwie so eine Geisterstadt erobert haben und irgendeiner ist halt da am Gamen und es muss halt so ein bisschen tot, entweder richtig tot aussehen. Wie die Sonne auf unsere Laufbahn heißt darauf zu zeigen, was wir drauf haben, wenn wir aus dem Rauch schlagen. Herausragen durch Killerreime mit Aussagen, im Applaus wagen, mit vollem Flex aufwarten, noch ein draufschlagen. Präzise wie Schweizer Uhrenwerke, sind der Reizer mit Taifunstärke. Rappen bis wir heißer sind und Touren der Städte. Mit einer fetten Palette, brandiger Style, sie schmettern in Teile. Schmett auf die ist jede Kassette geil. Ausgefeilt bis ins letzte Detail sind unsere Taktiken, mit denen wir auf den Tag kicken, bis zum Abwinken. Bringen Köpfe zum Nicken, sobald die Blinknöpfe gedrückt sind. Mit dicken Stücken, die schicken, dass eure Anlage fertig spielt. Wer will es wissen? Hä? Und zu dessen ist wie gegen den zu pissen. Also bringt ne weiße Fahne mit und sie zu hissen. Feuern wie Smith im Westen mit Texten, die treffen, dreschen mit Sätzen, brechen Grenzen. Unsere Geschichten fesseln mit Messern. Fesseln! Kicken Wortschatten, das Mic ist unser Sportplatz. Berechnen, was wir sprechen, in euch zu flechen ist unser Vorsatz. Machen immer Chordplatten mit Mords, Bass, heben wir wie Concorda. Hocken jeden Ort krass, dass ihr verdammt neidet. Sofort Platz! Ich sprühe, weil ich ziemlich früh schon damit in Kontakt gekommen bin. Weil es für mich ein Ventil ist, ein Ausgleich, wo ich, sag ich mal, meine Kreativität und meine Vorstellung so von Form und Ästhetik verbinden kann und loswerden kann. So. Ich male, wenn ich an der Wand male, immer ohne Entwurf. Und das ist so ein Ding, dass viele Leute haben dann ihre Entwürfe schon vorher gezeichnet, gehen mit den Sachen dann an die Wand und haben so eine vorgefertigte Konstruktion und ich versuche so die Wand irgendwie so ein bisschen auch zu fühlen gleichzeitig, weißt du? Die Schwünge und die Art und Weise, wie es angeordnet ist, ist jedes Mal immer wieder anders und da ist dieser Freiraum so dieses. Also man wird die Handschrift immer wieder erkennen, aber die Handschrift ist immer wieder anders, also anders geschwungen und anders mit völlig anderen Farben und ist dann doch jedes Mal wieder ein Unikat sozusagen. Die Motivwahl für mich auf dieser Wand musste natürlich auch irgendwie einen Kontrast schaffen zu den Pieces, die halt schon auf der Wand waren. Wenn ich auf die Sachen gucke, mit denen ich mich zurzeit beschäftige, definitiv eine Sache, die sich mit dem Urbanismus im Generellen einfach zurzeit beschäftigt. So, das heißt, es fängt an bei Architektur, versucht stadtplanerische Strukturen mit einzubeziehen und halt einfach auch diese Lebensstruktur einfach im urbanen Raum. Genauso wie ich halt auch ein Piece male und genauso wie ich ein Piece aufbaue mit Buchstaben und wie Flächen zueinander stehen, wie Schwünge zueinander stehen und Farben zueinander stehen, probiere ich halt auch bei solchen Flächen halt einfach auch mit einer gewissen Formästhetik ranzugehen. Yeah. Le faccio di tutti i colori, anche se perdo la concezione del mio tempo fuori, tempo al tempo, vado da Jaline, Finesse.
massacri di colore in aeraggio per intero, siamo ombre nella notte, solo tracce di colore, dal mistero coinvolte, mi appaiono nuove idee, nuove immagini, nuove situazioni, altre dimensioni, non so come, come ho fatto, ma l'ho fatto, a volte basta solo un tratto per l'idea dello schizzo, lo giro e lo rigiri, ma mi resta fisso. My name is Santu. When me marry, I got only two sons. One is the name Sandrito, the other one is Ernesto. That's what happened. San and number two, you got two sons. I like graffiti, that's, you know, that's my life. My first coming out from Puerto Rico in 86. I remember checking the magazine in Puerto Rico, there's a lot of fame about your BG Nice, so that niggas are famous in New York. When me going to New York, stay in New York, my friend painting in Task School, they tell me, yo, going to the Task School, that's the best crew in New York. I like painting on different styles. I like painting on Germany guys, I like painting on France people. It's real different, real cool people. It's right now, it's my family. I started painting graffiti in 1979. And I started painting graffiti because I saw it on the New York City subways. When I was growing up in New York, it was everywhere, you know, you would see it, all the trains painted, everything had graffiti. So one day I was coming out of the train, I was a young boy, I looked and I saw this huge cartoon character and colorful letters on the train, and I was like, wow. They tell me, you need a name, and from with that name you have to start writing and getting your name, you know, out there. Before me, there are two generations more that New York City graffiti, you know, you had the 70s, the 80s, and I started at the very beginning of the 80s, so from 80s to 90s, so we're like third generation of New York, you know. We came after the guys like Scene, Crash, Daze Lee. Es ist nicht so, dass ich irgendwie versuche, die Welt zu verändern mit meinen Arbeiten. Sondern ich gebe einfach mein Senf dazu oder mache einfach ein Stück Wand oder ein Stück Welt bunter mit dem, oder? Es ist immer wieder interessant, von Leuten zu hören, was ihnen an meinen Sachen gefällt. Das ist wirklich ganz, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Und gerade der Laie sieht ja auch wirklich ganz andere Sachen teilweise in den Bildern. Also auch Leute, die jetzt gar nicht wissen, dass es Buchstaben sind oder so, die sehen ja die tollsten Sachen da drin. Was mir hier besonders gut gefällt, ist, dass es im Endeffekt dann schon eine sehr große Jam ist, aber wirklich, wo Graffiti richtig gut präsentiert wird und in einem Rahmen, der sonst unüblich ist, weil auf den meisten Jams ist natürlich immer, sind die Konzerte im Vordergrund und die Graffitis sind eigentlich immer ziemlich lieblos am Rande noch platziert. Wenn man einfach nur die Bilder an sich sieht, dann sind sie relativ unpolitisch und ich denke, das steht auch für die Jugend heutzutage, also schon eine gewisse unpolitische Haltung, was aber ja auch eigentlich eine politische Haltung ist. Also zu sagen, ich mache mein Ding, also Individualität steht ja heute schon sehr weit oben. Ich mache mein Ding, selbstbestimmt, selbstbewusst. Das sind alles Dinge, die auch für Graffiti stehen. Aktivität, du musst sehr aktiv sein. Du musst Spaß am Gestalten haben. Du willst ja deine Umwelt auch gestalten. Also gibst dich nicht zufrieden mit dem, was dir einfach vorgesetzt wird, sondern du möchtest aktiv an deinem Leben und in deiner Umwelt irgendwie teilhaben und die gestalten. Das an sich, finde ich, sind schon alles auch politische Haltungen oder Botschaften. Irgendwie sich verwirklichen, auch etwas ausdrücken und auch etwas erreichen eigentlich. Also man kann auch eine Anerkennung erreichen und Leute lernen können. Und auch die Freundschaft untereinander ist extrem wichtig. Basta un tratto per l'idea dello schizzo, lo giro e lo rigiri, mami,